Moin. Moin, moin, mal wieder ein Verkostungsvideo von uns, also von Simple Sample. Und heute haben wir eine kleine Besonderheit auf dem Tisch. Jawohl, und was es da genau geht, seht ihr jetzt. So, und was es sich genau handelt, das erklärt euch jetzt der Steffen. Ich werde in der Zeit mal das tolle Teil auspacken und wir werden gleich zur Verkostung kommen. Genau. Wir haben heute unseren ersten Cognac tatsächlich hier bei uns auf dem Tisch. What? Und wie ihr auch schon seht, lassen wir es uns nicht nehmen, auch dementsprechend die Gläser herzustellen. Da kommen wir dann nochmal genauer drauf zu sprechen. Es handelt sich hier um einen Cognac, der eine Zweifachreifung erhalten hat. Das ist ziemlich selten bei Cognac. Und zwar in American Oak Cask. Tatsächlich, aus Tennessee. Jawohl. Was kommt wohl noch so aus Tennessee? Der Cognac ist von Barsch Gabrielsen, trägt einfach nur den Beinamen American Oak, ist abgefüllt mit 40% Volumen und wir sind echt gespannt. Also Cognac sind wir sehr jungfräulich tatsächlich noch. Ne? Er wurde uns sehr ans Herz gelegt und wir werden ihn jetzt einfach mal verkosten. Und ja. Okay. Absolutes Neuland. Hast du schon großartig Cognacs probiert oder Armagnac oder sowas? Nicht so wirklich, gell? Nicht so wirklich. Deswegen freue ich mich so drauf, jetzt mal. Ich denke, uns wird es jetzt auch einfacher gemacht, in dem Moment, wo sie sagen, American Oak, jetzt kommt der Whisky-Trinker wieder so ein bisschen durch, auch cool und so weiter und so fort. Und was da jetzt genau von hängen bleibt. Ja, schauen wir einfach mal. Natürlich, das muss ich wirklich sagen, das Schwenken ist schon cool. Na, dafür ist es ja da. Ne? Wie heißt das Glas? The Grape. The Grape, also die Traube sozusagen. Ja, man merkt gleich, also es ist auch so angelegt, dass man wirklich auch hier eine Wärme erzeugen kann. Mm-hmm. Ja, die altmodischen Cognac-Schwenker, ja, wir wollen das Thema neu angehen und deswegen passt auch ein neues Glas zu. Und ich muss sagen, es schwenkt sich wirklich echt toll. Wurde in Zusammenarbeit mit Sebastian Jäger entwickelt. Genau. Der ist für Kirschimport Head of French Spirit, also der weiß, was er macht. Ja. Und er hat das Glas für sehr gut befunden und deswegen kommt das auch so zu euch nach Hause, wie wir jetzt uns gedacht haben. Sofort tolle Fruchtnote. Ja. Krass, ganz anders als ich jetzt erwartet hätte, muss ich sagen. Aber im positiven Sinne. Ja, ich hätte es viel traubiger erwartet, viel weiniger, aber hier. Ist eher so in Richtung helle Früchte. Also reife Aprikosen, sowas in der Richtung. Mhm. Bisschen Birne. Du hast die Süße. Die Süße lässt aus Tennessee grüßen. Ja, die Vanille. Also die Vanille dann wahrscheinlich noch. Mhm. Und ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, also wir gehen unvoreingenommen dran. Ja. Er wirkt nicht wie 40%. Ne, überhaupt nicht. Es könnten auch 46 sein. Ja, ja. Also du merkst nicht so, oh, was ist das für ein lascher Traubensaft, sondern du merkst richtig, da steckt ein bisschen was dahinter. Aber krasse Nase. Also Früchte werden immer reifer. Ist gar nicht so weit weg vom Whisky, muss ich gerade mal jetzt mal so feststellen. Also in einem Blind Tasting geht der als Whisky durch. Ja. Aber definitiv. Wahnsinn. Hat übrigens die Angabe VSOP. Bei Cognac ist es so ein bisschen anders mit den Altersangaben. VSOP heißt alt. Alt. Very Superior Old Pale. Ja. Ne? Exakt. Also ganz tolles Zeug, alt. Mindestens 4 Jahre heißt diese VSOP und die Cognacs, die dieses VSOP tragen, sind meistens zwischen 5 bis 10 Jahre alt und davon lag der halt ein halbes Jahr in den amerikanischen Weißeichenfässern. Jetzt kommt wirklich die Vanille viel stärker durch. Bei mir wird es viel, viel würziger gerade. Ich habe gerade richtig schöne Würze. Den Moment hatte ich gerade. Ja? Also bei mir wird es jetzt vanilliger. In die Gebäckrichtung so ein bisschen. Fast schon pfeffrig, ein bisschen Pfeffer, Zimt. Richtig schön würzig. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Auf jeden Fall. Tja, dann wir sagen trotzdem Slancha. Slancha, Prost, wie auch immer.
schöne Süße. Überhaupt nicht traubig. Null. Und eine richtig geile Würze auf der Zunge. Das Tropische bleibt so, also dieses Fruchtige, Tropische bleibt wirklich da. Ein bisschen prickeln auf der Zunge. Jetzt muss ich sagen, merkst du im Abgang die 40%? Ein bisschen? Ja, Abgang merkst du sie, ja. Also auf der Zunge richtig schön würzig, kräftig, aber hinten raus könnte er noch ein bisschen mehr Power haben. Ja. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Vielleicht kommt da noch was. Sehr tropisch im Mund, viele Gewürze, Anklänge von Karamell und Schokolade, aber nicht viel. Geschmeidig, richtig schön geschmeidig, ohne jetzt zu dünn zu wirken. Also du hast ja bei anderen Spirituosen mit 40% oft das Gefühl, dass wenn du die, dass die irgendwie weg sind. Also er hat schon der Abgang ist schon leicht, aber nicht dünn. Ne? Also du merkst, hier ist ein bisschen Kraft dahinter, vom Fass halt auch. Ne? Es kommt nochmal so eine richtig, richtig geile Fruchtigkeit im zweiten Schluck. Richtig mundfüllend. Fast schon so ein bisschen Weingummi. Sowas in der Richtung. Wow. Das also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, ich bin sehr positiv überrascht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich würde auch gerne ins Meer trinken, aber wir haben noch ein paar Videos vor uns. Ja, bei Cognacs ist es ja ein bisschen unterschiedlich, auch von der Regionalität her. Also in Schottland haben wir die Speyside, wir haben Islay, wir haben Highlands, wir haben die Inseln und so weiter. Und bei Cognac sind es halt die Crus, also der Terroir sozusagen. Das heißt, es kommt immer darauf an, wo ist die Traube gewachsen. Und hier stammt der Cognac zu 100% aus der Fenbois Cru. Das heißt... Das hast du sehr gut gesagt. Das heißt, verkoste mal andere Cognacs aus der Cru und guck, ob du da Unterschiede findest. Oder eine komplett andere Cru. Also Traube, Fässer ist immer das Gleiche. Die Crus sind halt unterschiedlich. Das ist halt auch das Spannende, finde ich, am Cognac. Ist immer eine Weißweintraube, eine helle Traube, die bei Cognac verwendet wird. Ich denke, dass wir in den nächsten Videos auch immer tiefer mal reingehen. Ja. Ja? Bei dem Cognac, bei dem Ammoniak oder was ist der Unterschied überhaupt und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist das Wichtigste, glaube ich, auch allein mal das Gefühl zu geben, wie schmeckt sowas. Ja? Ja. Und wir haben schon seit einigen Monaten gemerkt, dass dieser Markt immer mehr zu uns drängt. Ja? Wir haben auch sehr viele Anfragen bekommen, wann wir endlich in dieses Gebiet mit einsteigen. Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, da andere Spirituosen einfach auch wahnsinnig teuer geworden sind. Mhm. Und hier eigentlich was richtig Spannendes auf dem Tisch steht oder generell das Thema richtig spannend ist. Und um euch den Einstieg vielleicht auch mal ein bisschen leichter zu machen, ja, haben wir uns gedacht, wir machen mal so ein Starter-Kit. Ja, genau. Ja. Das Starter-Kit. Und zwar haben wir gesagt, The Grape, das Glas, ja, wird in einer ersten Limited Edition von 45 Gläsern geben, inklusive einem Gratis-Sample von unserem Basch Gabrielsen. Ja, also für die Whisky-Nerds unter euch, wenigstens in Tennessee-Fässern gelegen und so weiter und so fort. 19,90 € wird ein ganz normaler Preis werden, inklusive ein Sample für die ersten 45 Bestellungen. Und ja, lasst uns da gemeinsam mal dran gehen an das Thema. Ja. Ich denke, es ist wirklich, spannend. Ja. Und ich freue mich schon auf die nächsten Videos. Die Besonderheit hier ist halt noch eine weiße Dose. Wow. Das haben nur die ersten 45 Gläser, haben eine weiße Dose. Ja. Danach wird die Farbe wechseln für The Grape. Also das ist quasi... Wegen dem Sample auch. Es gibt nur die 45 weißen Dosen. Mit diesem ganz clean Etikett. Ja. Ja, inklusive Sample. Cool. Coole Sache. Also ich freue mich wirklich sehr, sehr drauf, mal neue Horizonte auf jeden zu entdecken. Ja. Und vor allen Dingen preislich, wo liegt die Flasche, Olli? Ich traue es mich kaum zu sagen, also für eine Spirituose mit wirklich diesem Geschmackserlebnis sind wir bei 34 Euro. 34? Die Großflasche. 34 Euro? Kein Sample, kein irgendwas, die Großflasche liegt bei 34 Euro und ich denke, der Samplepreis wird auch unschlagbar sein. Ja. Und wir werden auch eine kleine Charge davon verteilen, ja, dass ihr das auch mal probieren könnt, die jetzt nicht unbedingt gleich das Glas haben wollen. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ja.
wird auf jeden Fall mega interessant. Definitiv. Wir werden jetzt immer öfters ein Cognac-Video machen, Cognacs verkosten. Und ihr könnt den Cognac, den wir da verkosten, auch immer dann abends in der Teilung bestellen. Ja. Genau. Whisky gibt es natürlich weiterhin. Ja. Das ist keine Frage. Aber sehr interessantes Thema. Ja. In dem Sinne, alles Gleiche. Bis später. Haut rein. Ciao.